Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Origins. Hier ist euer Don. Willkommen für einen weiteren Nebenquest. Und zwar sind wir in der Kyrene. Und hier gibt es neben der Gladiatoren-Arena den Nebenquest Unterhalte ich euch nicht. Ist eine ziemlich interessante Angelegenheit. So, hier ist eine Belohnung ausgesetzt. Gehen wir in die Quest rein. Ti si invanesti! Ora un po' limiti a fare ste fasma da tu da Nestin. Oi! So, dann lassen wir uns mal dorthin führen. Wow, bebes! Do you hear me? Oh, idioti. Oh! Ah! Papa, per via! Oi! Di un giorno! Wow! Okay, angekommen. Da gehen wir mal mit diesem Typen langs da reden. Ich kenne die Schmiererei. Du hast wohl ein Problem. Das kann man sagen. Mein Bester, der thrakische Bär, ist entkommen. Er ist blutrünstig und verrückter als eine läufige Hyäne. Ich habe ein Kopfgeld ausgesetzt. Gutes Geld, falls du überlebst. Warum nennt man ihn den Bär? Nicht so schnell, Ägypter. Ich heure dich nur an, wenn du beweist, dass du den Bär im Kampf auch wirklich besiegen kannst. Mal sehen, wie du dich gegen ein paar meiner besten Kämpfer schlägst. Überlebe, dann reden wir weiter. Echt jetzt? Polymestor ist ein tödlicher Hurensohn. Er hat schon in allen Arenen der Republik gekämpft. Er brachte mir ein Vermögen. Dafür behandelte ich ihn wie einen König. Das beste Essen, die besten Huren. Vielleicht war ihm die Freiheit wichtiger. Meine Freiheit habe ich mir mit Schweiß und Blut in der Arena verdient. Ich bin nicht feige geflohen. Hör mal, mir ist egal, ob diese elende Pestbeule lebt oder stirbt. Aber er hat mein Schwert gestohlen. Caesar gab es mir nach meinem letzten Kampf. Und ich will es zurück. Julius Caesar? Kennst du noch einen anderen Caesar? Also gut, Männer, zeig diesem Ägypter ein paar römische Umgangsformen. So. Stell dich mir! Der römische Boden ist trocken. Wässern wir ihn mit ägyptischem Blut! Zieh das Schwert nochmal und es heißt, ab auf die Galeere mit dir, Ägypter! Ich bin ein Meister! Du warst ein Meister. Das war ein Schauspiel! Du bist ein Kämpfer! Habe ich mich bewährt? Ja, schon gut, wird nicht übermütig. Man munkelt, ein Gehöft östlich von Kyrene wurde überfallen. Fang dort an. Der elendige thrakische Hundeficker wird nicht leise abtreten. Aber die Belohnung gilt für die Waffe. Hast du verstanden? Ich finde deinen Kämpfer. Und die Trophäe. Haha, so selbstbewusst. Das gefällt mir. Vielleicht vergieße ich eine Träne, wenn er dich zerfleischt. Oh, dieser Typ. Dux. Nicht du schon wieder. Ja.
So. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ja, du bist zu weit weg vom Gehege. Wow. Okay, so Besuch haben wir auch von zwei Löwen. Und hier gibt es noch ein Kamikaze. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ich sehe keine Wachen. Was ist passiert? Ich muss Polymestor finden. Okay, wahrscheinlich kommt der andere Löwe noch. Stichwunden. Von vielen Schwertern. Die Löwen töteten diese Menschen nicht. Es sei denn, sie hatten Waffen. In den Rücken geschossen. Wollte er fliehen oder sich verstecken? So, und der letzte Hinweis befindet sich hier unten, so wie es aussieht. Hier ist doch was drunter. Ein geheimer Keller. Yep, du bist ein Genie. Okay. Polymestor hat die Leute nicht ermordet. Sie halfen ihm. Konnte er das Fischerdorf erreichen? Hier schießen sie zuerst und fragen dann.
zu Altemor und Paket! Idiotin! Ora! Oh! Ja! Okay, da spaziert einer am Stand am Strand herum. Hm? Oh! Okay, Muskelmann. Ich suche einen Gladiator, den thrakischen Bär. Noch ein Handlanger des Lannisters. Wie viel zahlt er dir dafür, dass du mich umbringst? Er will nur sein Schwert. Ja, bedeckt mit meinem Blut. Wie hast du mich gefunden? Die Bauern? Tut mir leid, Polymestor. Deine Freunde sind tot. Das war das Werk des Lannisters! Ich gab ihm mein Leben und nun nehme ich mir seins! Ich hab das Schwert ins Meer geworfen. Hol es dir! Es brachte mir nichts als Unglück! Holy shit, der ist wirklich groß. Okay. Idiotin! Oran Bulimiti Mechanisten in Axel. Ο κόσι πλέον μέλους ιωράν, άνθρωποι νουν απολέσσε. Μόριας παρασκευάσματα του δανεστήν. Da ist das Schwert. Ich rede mit Polymestor. Vlax, sie erlaubt nicht Krieg und Gnäste. Und die Uningadada sind Valomen und Psof und Gnade. Die ist die. Es muss leider sein. Kalos Pandagada. Sofron ist die Bochorin in Iste. Ψόφος τούτος την εάν παραμείνω κινδυνεύω. Εάν μη, μέλο θεωρέθην δήλος και ογνηρός. Τον κυμπρίδερ. Ω, τα κέχτμενο. Νούνε σχέδε. Besuch bekommen, ne? Wo ist mein Schwert? Du Schweinehund! Komm und hol's dir! Ah! Hier ist der ägyptische Narr! Ich wusste, dass er mich zu dir führen würde! Beenden wir das! Ich laufe nicht mehr davon, Lannister! Halt's Maul, du Dreckskerl! Für Thrakien und wahre Freiheit! Was ist denn? Gibt es eine neue Idiotensteuer? Du bist wie ein Helot, nur... Oh! Okay, ist alles erledigt. Bei dem Kampf hätte selbst Charon geweint. Danke, Bayek,
Bayek. Der Bastard hatte keine Ehre. Ich habe mir die Freiheit tausendfach verdient, doch ich brachte ihm zu viel Geld ein. In der Arena und den Betten reicher Römerinnen. Behalte Cäsars Schwert. Es gehört dem, der für Freiheit und Ehre einsteht. Danke. Ich beflecke es mit dem richtigen Blut. Dem gerechten Blut. Was hast du vor? Fischen, meine Netze flicken und mir eine gute und füllige Frau für den Lebensabend suchen. Ich mache das Beste aus meinem neuen Leben. Okay, das war eine spannende Nebenquest.